Ich wurde eiskalt angenommen. Ja, wir sind 10 Jungs oder so auf jeden Fall. Was denn angenommen? Wo? Wo wurdest du angenommen? Zum Contest. Wo denn sonst, Junge? Ich bin so am Zittern. Das ist mein Durchbruch. Ich will das auf jeden Fall ausnutzen. Wie läuft das jetzt ab eigentlich? Na, guck mal, ich habe halt eine Zusage bekommen. Ja, und jetzt muss ich erstmal dahin. Seid ihr nur Männer, oder? Ne, da sind 20 Frauen und 10 Mädchen. Das ist schon geil. 10 Mädchen? Oh, 20 Frauen und 10 Mädchen? Ich hoffe, die kommen in Tanga und BH. Und 1000 Euro Preisgeld. Ne? Hoffentlich gewinnt er die 1000 Euro und dann machen wir damit wieder fett Party. Natürlich bin ich auch auf das Geld scharf, ne, wenn Steven das gewinnt. Ich würde erstmal einkaufen gehen. Und dann hätte ich, glaube ich, nur noch 300 Euro über. Und mit 300 Euro würde ich Jungs zum Essen einladen. Ja. Steven! Lern dich anfeuern, wie in der 5. Klasse. Steven! Ich muss auf jeden Fall zum Friseur, das ist sehr wichtig für mich. Ich muss ja gut aussehen, ich muss zur Sonnenbank. Pflegeprodukte habe ich auch noch. Die haben mir geschrieben, ich brauche noch eine Badehose. Das habe ich nicht. Ich habe auf jeden Fall den besten Modegeschmack von uns. Kann ich jetzt einfach mal so offenbaren. Was Stil angeht, so bin ich immer ganz weit vorne. Was brauchst du denn, Steve? Ich brauche eine Shorts und eine coole Hose. Für was Shorts, Mann? Ja, für den Contest, du Spaß, die musst du sagen. Ach so. Bruder, guck mal, wie knallig, ja. Die Leute gucken nur auf dich. Soll ich dir mal sagen, was ich empfehlen würde? Ganz ehrlich, du bist brauner Typ. Nicht ganz so hell, ganz so dunkel. Ich würde lieber so eine Farbe. Ich bin dir ehrlich. Ich schwöre, vertrau mir. Rot ist wiederum zu dunkel. Ich würde lieber orange für dich. Lass das mal alles Anil wieder machen. Ich finde die am besten von allen. Ich finde die rote. Oder die rote. Ich finde die gelbe. Die rote? Ich probiere die auf jeden Fall mal an. Oder was meint ihr? Ja, ja, probier die an. Probier die an. Welche am schönsten ist. Bruder, bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Ja, dann komm mal raus, zeig dich. Oh. Das sieht gut aus. Ganz ehrlich, Sunny Boy, passt zu deinen Augen, deswegen, Punkt. Zieh dich mal um. Blau war scheiße, weil das einfach nichts Knalliges ist. Oh. Rot sieht sogar besser aus. Oh, wie geil. Rot sieht sogar besser aus, besser als blau. Ich finde auch, da steht dir auch. Lauf mal wie beim Laufschick, so einmal hin und her. Geh mal nach ganz hinten und komm mal zurück. Zeig mal, was du drauf hast. So. Und sei selbstbewusst, trau dich. Immer schön Kinn hoch, nach oben gucken. Von oben nach unten. Lach dir mal aus. Du Vogel. Ah, du Vogel. Oh mein Gott, liebes Publikum. Wie gut ich laufen tue. Ich kann halt nicht laufen, ich habe das noch nie gemacht. Ich mache ja nur Fotos. Steve, wenn du so läufst, dann haben wir verloren. Ja, schon ein bisschen Nein, besser. Nein, Bruder, auf einer Linie. Ja, du läufst einfach gerade, auf ne? einer Linie. Ja, was ja. Daran schwer? Du läufst so. Stell dir vor, auf dem Boden so ist eine Linie. Auf einer Linie. Egal, du lernst ja, das. Was ist daran schwer? Du läufst einfach auf einer Gerade, Bruder. Stell dir vor, du hast eine einfach Linie auf dem Boden. Auf einer Gerade. Wenn du das nicht kannst, so, dann geh so, mach hohe Schritte. So. Ja. Lass den mal probieren.